Liebe Revoluzzer und Revoluzzerinnen, Mitläuferinnen und Mitläufer, liebe Anwesende, schon jetzt ist euch allen klar geworden, dass heute kein Kurt-Eisner-Hochamt zelebriert wird. Dafür bürgen die Akteure der Veranstaltung mit ihrem bekannt schlechten Ruf. Die Ausnahme ist jetzt dann gleich nach mir zu vernehmen, der Herr Kulturreferent Küppers. Und danach folgt die Maria Peschek und Wolfgang Kastner mit ihren verbalen Beiträgen. Dass sich das Chaos nicht frisiert, wie der Nicht-Revoluzzer Hugo von Hofmannsthal einmal so treffend bemerkte, macht uns heute überhaupt nichts aus. Trotzdem wollen wir versuchen, ein wenig Struktur für den Abend vorzuschlagen. Da wäre als erstes das Fressen, das bekanntlich vor der Moral kommt, und das bitten wir während der intellektuell strapaziösen Wortbeiträge einzustellen. Denn wie schon der Lateiner wusste, plenus venter non revoltat libenta oder so ähnlich. Die Versorgung durch die Volksküche ist jedenfalls vorsorglich unterbrochen, genau bis ich das nächste Mal zur Gitarre greife. Das ist in so einer knappen Stündlein. Dann darf auch wieder nach Getränken und Gehirnnahrung angestanden werden. Denn eine Pause wird es nicht geben, die revolutionäre Unterhaltung findet quasi in Permanenz statt. Soviel erstmal zum Ablauf der ersten Hälfte des heutigen Abends. Ich melde mich dann wieder und das Wort hat jetzt der Kulturreferent der Stadt München, Dr. Hans-Georg Küppers. Sehr geehrter Herr Kastner, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, ich bin die Ausnahme. Die muss aber auch sein, denn sonst könnte man das Chaos ja nicht erkennen. Insofern übernehme ich gerne diesen Job heute Abend. Wir lesen schon dort an der Wand, der Künstler muss als Künstler Anarchist sein. Und es geht etwas weiter in diesem Text. Die Kunst kann nur in vollkommener Freiheit gedeihen. So Kurt Eisner in einer Rede, das wundert mich natürlich nicht, dass die Stiftung zu Recht ihr 21-jähriges Jubiläum, auch komisch, weil es wird das 20. gefeiert, auch das spricht für das Chaos, ihr 21. Jubiläum genau unter diesen Titel steht. Wir wissen, dass in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 Marco Eisner zum Vorsitzenden der Räte gewählt worden. Er hat eine Verlautbarung verfasst, der nachdem noch in der Nacht der Freistaat Bayern ausgerufen und die Bildung einer Volksregierung angekündigt wurde. Schon am Nachmittag des 8. November präsentierte Eisner den provisorischen Nationalrat seiner Zeit, seine Regierung. Mit der Gründung des Freistaats Bayern im Jahr 1918 begann, und das ist das Wichtige, glaube ich, es begann eine gesellschaftspolitische Entwicklung, die explizit die Souveränität des Volkes, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Achtung der Menschenrechte als wesentliche Rahmenbedingungen für politisches Handeln deklamierte.